Sag mal, ey, ich sehe hier, ich orientiere mich hier die ganze Zeit an dem scheiß Hausboot. Wo ist denn unsere Base? Da, wo das Hausboot jetzt ist. Echt jetzt? Ja, ich bin gerade zur Base geschippert. Hä? Dann ist der T-Rex aber ganz in unserer Nähe. Echt? Ist der hier oder was? Von meinem Hausboot kommt er nicht hinterher. Der Ficker. Dann ist es aber ein anderer T-Rex. Weil der ist ja dann. Oh. Hä? Da drüben ist unsere Base? Ja. Verarscht mich doch. Na, da wo das Feuer halt im Hausboot brennt, siehst du doch, oder? Da ist unsere Base. Ja, wo bist du denn? Ja, hier auf der anderen Seite. Wo denkst du denn, dass unsere Base ist? Ja, okay, wir geben es zu, in der Aufnahmepause haben wir die Base heimlich umgepflanzt. Ohne dass du es merkst. Du weißt schon, dass das gar nicht so abwegig ist von aus dem Munde von jemandem, dem seine Base auf dem Wasser schwimmt. Ja. Wollt's nur mal. Mein Zuhause ist überall. Ja. Wenn es mir irgendwo zu doof wird, packe ich meine 7 Sachen und schippe weg. Das könnt ihr nicht. So, wo ist jetzt dieser dumme Schrank? Okay, 50 Wutz. Das sollte sich erledigen lassen. Die Sonne geht auf, ist das nicht schön? Ja. Hat einer von euch eigentlich eine Oculus Rift? Oder sich da schon Nein. mal damit auseinandergesetzt? Nein. Das ist eigentlich gar nicht Ich so scheiße. weiß ja nicht. Was? Glaubst du wirklich, dass das irgendwann mal standardisiert sein wird? Standardisiert nicht, aber weiß nicht, also so die Bewegungssteuerung und so, das. Ach, ich sehe in solchen Sachen keine Zukunft. Die Spiele sehen scheiße aus. Oder ich sag mal so. Die Spiele sehen teilweise, kann man da glaube ich wirklich tolle Sachen machen, wie halt auf normalen Rechnern auch und so. Aber ich sehe da gameplaymäßig wenig Ja, das ist halt das Anwendungsmöglichkeiten. Problem irgendwie mit der Bewegung auch, ne? Ja, das ist cool, das ist mal cool, aber so, das macht man nicht. Auf Das Dauer glaube ich auch nee, nicht, macht man ja. nicht. Das ist so ein Luxusding, was du mal ausprobierst und danach ist aber auch gut. Und dafür kaufe ich mir kein so ein Gerät für, was der Geier Ich wissen finde will. es aber eigentlich ziemlich geil, weil es dich halt doch nur mal ein Stückchen näher in die Spielwelt reinbringt. Ich meine, klar, und dann halt der hohe Preis und alles, das sehe ich schon alles ein. Und Ja, auch gut, aber in mit manchen den wenigen Spielwelten, Anwendungen. Aber. will ich gar kein Stück näher dran sein. Naja, gut, aber wenn du jetzt irgendwas Cooles spielst, dann, Ja, was aber weiß wann ist ich. das schon mal der Fall? Naja, bei Fallout oder so, das würde ich schon gerne mal hier aus Oculus Rift Sicht mal sehen. Das finde ich bestimmt ziemlich cool. Oder Assassin's Creed, wenn du hier hochkletterst und dann vom Kirchturm runterspringst oder so, das muss richtig geil sein, ey. Also da kann ich es mir schon vorstellen für sowas. Ich finde das eigentlich prinzipiell ziemlich geil, aber weiß nicht, ich habe mir halt auch noch keine geholt, weil ich halt auch zu wenig Spiele Ist es schon kenne. auf dem Markt? Ja, du kannst dir schon eine holen, ne? Die Oculus 2 gibt es, glaube ich, schon. Und Sony und so weiter machen ja auch. Die Sony machen ja dieses Morpheus und dann gibt es Das ja. gleiche praktisch, ne? Ja, dann gibt es ja noch eine. Wie heißt sie? Keine Ahnung, ist auch so eine VR-Brille für irgendwas. Ja, eine ist doch von Facebook gekauft Das ist worden. die Oculus, glaube ich sogar. Das ist die Ja. Oculus, ja. Ja, Facebook will jetzt halt auch sehen, was wir sehen. Ja, gut, Ja. aber das machen die ja alle Nase lang. Die kaufen ja alles Mögliche auf. Ja, Ist macht ja Google auch ja auch. bei Amazon so. Die kaufen auch jeden Scheiß. Google fängt ja, glaube ich, mittlerweile sogar an, Stromnetzbetreiber Ja. aufzukaufen. Ja, die sind da Bin nicht dumm unbedingt. Die. Vor allem bei Amazon finde ich so krass. Die stecken ihren kompletten Erlös, den die machen, stecken die in Neuentwicklungen.
Also die machen fast überhaupt keinen Gewinn. Also die machen schon Gewinn, aber halt nicht jetzt nicht Milliarden wie Facebook oder so, weil die halt das ganze Geld gleich wieder reinvestieren. Das finde ich so krass. In dieses Drohnenzeug und alles Mögliche. Das merkst du, finde ich, bei Amazon auch, wenn du dir früher mal die Werbespots angeguckt hast und heute. Das ist schon jetzt eine Power to reckon with irgendwie. Die sind ja richtig, die boomen ja richtig. Aber so Oculus, ey, da hätte ich schon auch mal Bock drauf. Irgendwie, wenn da mal ein cooles Spiel rauskommt, da werde ich da bestimmt auch nicht dran vorbeikommen. Ja. Aber du bist da echt skeptisch, ne? Du bist da nicht so begeistert von. Ja, mich, na, mich zieht's nicht so. Also ich hab. Es ist nicht keine Sache, von der man hört und wo man denkt so, boah, ja, muss ich unbedingt haben. Das ist eher nicht so. Im Gegenteil eigentlich. Na toll! Mann! Jetzt kann ich die ganze Kiste gleich wieder einkloppen, ey. Oh, was? Was ist denn los? Das haut alles nicht hin, was ich da oben machen wollte. Oh Mann, ich bin der schlechteste Handwerker der Welt, ey. So. Ich hatte doch Rampen. Ich lasse das jetzt einfach so, mir scheißegal. Habe ich denn die Rampen hinten? Und ich baue mir jetzt ein ganz normales, schönes Zuhause. So, hier. Hausboot. Von Ach, wegen, die ey. habe ich in den Schrank hinten getan. Jetzt probiere ich mal, ob das so geht. Mann, ey. Jetzt wollte ich gerade was so Cooles bauen, aber nein. Dummes Spiel macht mir Striche durch die Rechnung. Ich muss jetzt irgendwas töten gehen. So, wo ist meine Freundin? Geht das nicht? Ah, doch geht. Geil. Ja, cool. Was machst du denn? Ja, ich dachte nicht, dass man das so, dass man so. Guck mal, wo bist du? Ich? Ja, Auf dem achso, du bist Hausboot. auf dem Wasser, okay. Musst du nachher mal gucken bei dem, bei der. Achso, nein, komm mal rüber. Du bist ja gar nicht so weit weg. Ich wusste nicht, dass man das auch so hoch machen kann. Das. Warte, ich komme vorbei. Einen kurzen Also ich habe Moment. bautechnisch jetzt mal was probiert, was ich vor so noch nicht gesehen hatte. Weil ich finde es immer blöd, dass es in Häusern die unterste Stockwerk oder wenn du das mit Rampen machst, dass es immer nur eine Seitenwand hoch ist. Ja, also ne, nichts Besonderes, ist eine Rampe hier. Aber schau mal, normal ist die Rampe ja immer nur eine Seitenwand hoch, so wie Ja, das hinter dir das jetzt. ist jetzt der Sloped Roof, ne? Ja, das. Nee, nee, das ist eine ganz normale, aber du kannst hier oben auch zwei hoch und dann kannst du die Rampen halt, machst halt zwei Rampen untereinander. Cool. Und dann hast du hier nämlich genug Platz zum Laufen und fühlst dich nicht so, als ob es dich erdrückt. Das ist echt nice. Und ich mache das nämlich immer, ich möchte die Stockwerke nämlich jetzt immer zwei hoch haben, nicht eins Ja, hoch. Das klar. ist scheiße. Jo, ich reiß dann mal weiter mein Hausboot ein. Ja. Hey, Gretel. Wieso kann ich dir den Sattel nicht ausrüsten? Die ist noch nicht ausgewachsen. Achso. Doch. Gretel Level 40. Okay, wir haben das eigentlich machen können. Ah, jetzt geht's, glaube ich. Ja, jetzt geht's. Suchen wir noch ein bisschen Metall jetzt. Dann mache ich uns allen schöne Werkzeuge. Yay. Ich muss übrigens erstmal Endlich. ein neues Haus bauen. Weil dieses Dreckshausboot haut nicht hin. Das wird einfach nichts. Das kannst du vergessen. Die ganze Nummer war vom Anfang an zum Scheitern verurteilt. Und das macht mich richtig sauer.
Ach ja, herrlich. Ein Fetch ist das, kann ja wohl nicht sein. So, da haben wir jetzt welche. The Door. Dörr. Ach ja, mein schönes Hausbau, da geht's dahin. So, und was bleibt übrig? Ungefähr 300 Holz. Na toll, ey. Von ungefähr 1000, die ich da reingesteckt habe. Da kann ich gerade mal 4 Wooden Foundations draus bauen, dann ist das alles schon wieder weg. Was sagt denn das Zeiteisen eigentlich? Wie lange haben wir denn noch? Ja, ich würde sagen, so eine Viertelstunde. Cool. Kommen wir noch. So, ich baue einfach mal hier hin, falls es dir genehm ist. Was? Ich baue mal mein Häuschen hier hin. Du kannst überall hinbauen, wo du willst. Cool, dann baue ich es genau in deins rein. Du darfst eine freie Meinung haben, alles klar. Dann habe ich die Meinung, dass du keine mehr haben solltest. Nein, warum? Wie kannst du nur, du Schuft? Du dreckiges... Raus! Geil. Eieiei, so, okay, jetzt stehe ich hier. Für 4 Fundamente hat es gereicht. Für mehr nicht. Aber ich finde Wöderns Palast irgendwie richtig cool. Das wird, glaube ich, richtig fett, wenn das mal fertig ist. Das Riesenteil? Aha. Das wird, glaube ich, wird schon nice. Übelst die Fabrik. Jetzt, wo wir hier alles abgeholzt haben, sieht man da auch richtig schön rüber. Ey, das wird schon. Ja, die hatten ja letztes Mal auch so einen mega großen Bunker. Mhm. Ja. Das war auch die werden mit Sicherheit heute Nacht auch noch spielen. Meinst du? Ja, die sind immer nachts eher unterwegs. Das stimmt, ja. Arbeiten wohl bis spät immer so. Naja, heute ist ja Samstag. Nee, heute ist Sonntag. Da arbeitet ja eigentlich Gott sei Dank keiner. Oh, genügend Leute. Ja, aber so von den normalen Berufen her. Ja, aber gut, was sind heute schon noch normale Berufe? Ja, also was du halt denkst, irgendwie so Handwerk oder so. Du hast, ja klar, so diese urtümlichen Sachen, ja, die verstaubten. Aber halt so, ja, aber das erzähl ich, ohne Scheiß, ich schick das deinem Automechaniker, wenn du das nächste Mal vorbeikommst. Pass auf, die Sache ist die, dass du hast ja heute immer mehr und mehr so Dienstleistungs-Multimedia-Gewerbe und so. Ey, die NGZ-Leute können am Wochenende, haben die zwar weniger Personal da, aber da können die nicht Feier machen. Also mir hat der vorhin geantwortet auf mein Ticket. Ja. Und zwar der gleiche, der vorgestern auch schon geantwortet hat. Das kommt dann wahrscheinlich, ich meine, die werden das wahrscheinlich so in verschiedenen, so schichtweise machen. So heute macht der mal, oder dieses Wochenende macht der, nächste Wochenende macht der und so. Ja. Solche Absprachen gibt es da schon auch. Ja, aber unsere Webseiten-Leute, die arbeiten auch. Da arbeiten auch die freien Mitarbeiter am Wochenende. Echt? Ja, klar. Du willst ja auch. Es passiert ja auch mal was, ne? Ja, das, ja, eben, das ist ja das Problem. Das ist der Fluch und der Segen eines Online-Mediums. Es passiert halt immer was. Das Problem ist halt, du kannst es dir nicht leisten, dass andere News posten zu einer Zeit, wo du Wochenende machst. Das ist es halt.